Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Wine and Crime. Mein Name ist Jessie und dass du auf dieses Video geklickt hast, freut mich sehr. Und wenn dir gefällt, was ich zu sagen habe, dann klick doch gerne den Subscribe-Button, lass mir einen Daumen nach oben da oder kommentier doch in der Comment-Section unten drunter. Würde mich riesig freuen und jetzt laber ich nicht lange weiter und würde sagen, wir steppen in unseren nächsten Fall. Heute reden wir über Kendrick Johnson. Der Fall von Kendrick Johnson hat mich sehr an den von Jelani Day erinnert. Das war im Übrigen mein zweites Video. Könnt ihr gerne draufklicken, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich habe da so meine Verbindungen zwischen diesen beiden Fällen gefunden. Und obwohl dieser Fall von Kendrick Johnson schon 10 Jahre her ist fast und der von Jelani Day im letzten Jahr passiert ist, habe ich von diesem Kendrick Johnson Fall vor gar nicht allzu langer Zeit gehört. So, jetzt genug gebabbelt. Wir starten ganz am Anfang. Kendrick Johnson wird am 10. Oktober 1995 in Valdosta, Georgia geboren. Dort wächst er bei seinem Vater Kenneth auf und der ist Truckfahrer, also LKW-Fahrer, ist nicht oft zu Hause, steht aber immer in sehr gutem Kontakt zu seiner Familie. Seine Mutter Jackie arbeitet nur Teilzeit, ist zu Hause und Kenneth hat auch einen älteren Bruder und eine ältere Schwester, welche auch schon Kinder haben, somit ist Kendrick Johnson auch schon Onkel. Kendrick besucht die Highschool. Er ist zu dem Zeitpunkt unserer Geschichte 17 Jahre alt und geht zur Highschool. Er ist ein Honor Roll Student, was bedeutet, dass er in allen Fächern überdurchschnittlich gute Noten hat und er erhofft sich ein Stipendium, denn er möchte Basketballprofi werden. Am 9. Januar 2013 telefoniert Kendrick das letzte Mal mit seinem Vater. Sie reden über banale Dinge und sie beenden das Telefonat mit "Bis bald und ich liebe dich". Am 10. Januar wird Kendrick Johnson am Morgen aufstehen und sich fertig machen, wie jeden Tag, um zur Schule zu gehen. Hierfür fährt er mit dem Schulbus. Am Mittag hält seine Mutter schon Ausschau nach Kendrick Johnson und sie bemerkt, dass dieser nicht aus dem Schulbus steigt. Sie geht zum Busfahrer und fragt den Busfahrer, wo Kendrick denn sei. Dieser teilt ihr mit, dass Kendrick nicht mitgefahren sei von der Schule. Und Kendricks Mutter Jackie fällt dann aber auch ein, dass Kendrick ihr mitgeteilt hatte, dass nach der Schule noch ein Basketballturnier stattfinden würde, woran er gerne teilnehmen wollte. Also ist Jackie vorerst beruhigt. In den Abendstunden beginnt sie sich dann aber trotzdem zu sorgen und ruft Kendricks Geschwister an und fragt eben, ob Kendrick bei ihnen ist. Doch die haben von Kendrick auch nichts gehört und ihn auch nicht gesehen. Daraufhin beschließt Jackie, zur Schule Kendricks zu fahren. Dort ist alles dunkel und da ist auch niemand mehr. Sie beginnt, Freundes- und Bekanntenkreis abzutelefonieren. Doch da hat auch niemand was von Kendrick Johnson gehört. Jackie beschließt, ihren Sohn als vermisst zu melden. Da es nur einige Stunden her ist, dass Kendrick verschwunden ist und er ein 17-jähriger Highschool-Schüler ist, sind die Beamten nicht sehr begeistert und versuchen mehr oder weniger Jackie zu beruhigen. Doch Jackie lässt sich nicht beruhigen. Und so hat sie eine schlaflose Nacht vor sich. In einer späteren Dokumentation, welche ich mir angeguckt habe, sagt sie, dass sie in dieser Nacht gewusst hat, dass ihr Sohn Kendrick nicht mehr unter ihnen weilt. Und Kenneth, Kendricks Vater, hat dasselbe gesagt. Also er musste sogar mit seinem LKW rechts ranfahren und er musste weinen, weil er einfach gefühlt hat, dass Kendrick sie verlassen hätte. Am nächsten Morgen, nach einer schlaflosen Nacht, beschließt Jackie, mit ihrer Tochter zur Highschool Kendricks zu fahren. Dort möchte sie mit Lehrern und Schülern und auch dem Direktor sprechen. Als die beiden sich nun auf diesem Highschool-Gelände befinden, bemerken sie einen Tumult vor der Sporthalle. Dort haben sich viele Schüler versammelt und Jackie und ihre Tochter beschließen, auch nach draußen zu gehen, um zu hinterfragen, was da eben los ist. Und dort erfahren sie,
dass Schüler einen anderen Teenager in einer Sportmatte kopfüber eingewickelt tot aufgefunden haben. Kendricks Mutter Jackie bricht an Ort und Stelle zusammen und kann sich nicht mehr auf den Beinen halten, denn sie ist sich sicher, dass es sich hierbei um ihren Sohn Kendrick handelt. Jackie und ihre Tochter harren dort stundenlang vor dieser Turnhalle aus, um irgendetwas zu erfahren, um wen es sich denn handelt, wobei Jackie sich ziemlich sicher ist, dass es sich um ihren Sohn handelt. Nun kommt endlich nach einigen Stunden ein Polizist auf Jackie zu und er zeigt ihr einen Turnschuh und fragt sie, ob dieser Kendricks wäre. Sie bejaht dies, denn das war Kendricks Turnschuh. Und sie fragt, ob sie ihren Sohn, ihren vermeintlichen Sohn sehen dürfte, doch das wird ihr vorerst verwehrt. Was Jackie und ihrer Tochter auch auffällt, ist, dass dieser ganze Tatort oder Crime Scene nicht als solche gehandelt werden von der Polizei. Da wird nichts abgesperrt und der Sportunterricht wird auch fortgesetzt, als sei nichts passiert. Nach vielen Stunden wird Kendrick dann, ohne dass die Mutter ihn vorher zu Gesicht bekommt, in die Gerichtsmedizin gebracht. Ein Polizeibeamter kommt auch auf Jackie zu und teilt dieser mit, dass sie von einem Unfall ausgehen und dass, obwohl noch nicht mal eine Autopsie vorgenommen worden ist an Kendricks Körper. Und sie sagen auch, dass sie nicht von Fremdeinwirkungen ausgehen. Und es kommt Jackies Mutter mehr oder weniger so vor, als würden die Polizisten den Fall ohne weitere investigative Arbeit abschließen wollen. Als Kendricks Leichnam nun in der Gerichtsmedizin ist, wird Jackie dann nach einigen Stunden auch angerufen und ihr und ihrem Mann wird mitgeteilt, dass sie eben vorbeikommen sollen in der Gerichtsmedizin, um den Leichnam ihres Sohnes zu identifizieren. Kenneth und Jackie machen sich also auf den Weg in die Gerichtsmedizin, um den toten Körper ihres Sohnes zu identifizieren. Kendricks Leichnam wird seinen Eltern gezeigt, doch das, was sie sehen, darauf waren sie nicht vorbereitet. Denn Kendrick sieht nicht mehr aus wie Kendrick. Sein Gesicht scheint völlig entstellt und sie erkennen ihn kaum wieder. Ihnen kommt sofort der Gedanke, dass Kendrick danach aussieht, als ob er angegriffen worden wäre. Die Gerichtsmedizinerin erklärt den Eltern jedoch, dass ihr Sohn an einer positionellen Asphyxie gestorben ist. Sie erklärt weiter, dass Kendrick, nachdem er seine Schuhe in diese senkrecht stehende Sportmatte geworfen hätte, er diese rausholen wollte, daraufhin hochgeklettert wäre, durch die Öffnung reingerutscht wäre und er hierbei eine Körperhaltung eingenommen hat, die ihm das Atmen verhindert. Die Gerichtsmedizinerin erklärt ihnen also mehr oder weniger, dass sie auch von einem Unfall ausgehen und das würde auch die Theorie der Polizei bestätigen, dass Kendrick eben an einem tragischen Unfall gestorben ist. Das erscheint den Eltern nicht plausibel und sie brauchen weitere Antworten und sie fordern einfach eine richtige Ermittlung. Merkwürdig ist nicht nur, dass die Polizei so schnell den Fall abschließen möchte und als Unfall abtun möchte. Merkwürdig ist auch, dass diese Sporthalle durch 4 Kameras überwacht worden ist und nicht eine Aufzeichnung zu dem relevanten Zeitpunkt sind darauf zu finden. Auch wird an den Wänden der Sporthalle Blut gefunden. Dieses Blut wird auf Kendricks Blut untersucht und ergibt jedoch keinen Match. Hier wird aber auch nicht weiter investigativ gearbeitet und es kommt mir die Frage auf und auch den Eltern und vielen weiteren Menschen, wessen Blut ist es denn dann, wenn es nicht Kendricks ist? Könnten es Blutspuren sein von jemandem, mit dem Kendrick gekämpft hat? Von einem Angreifer vielleicht? Und wenn ja, wer hätte denn Kendrick etwas antun wollen? Hierzu gibt es eine kleine Vorgeschichte und auch eine Theorie, die von vielen Menschen vertreten wird. Denn Kendrick hatte mit einem Mitschüler namens Brian Streit.
Sie sind in Rivalitäten geraten wegen einem Mädchen und es gab auch einen Kampf. In diesem Kampf ist, sagt man, Kendrick dann quasi als Sieger ausgegangen und Brian ist damit nicht so wirklich klargekommen. Kendricks Vater wird hierzu später sagen, dass Kendrick ihm von einer komischen Situation erzählt hat, in der nach dem Kampf der Vater Brians auf Kendrick zukam nach der Schule und ihm gesagt hätte, ja, wenn du gegen meinen Sohn kämpfen willst, dann komm doch nachmittags zu uns nach Hause und ihr kämpft eben da miteinander. Kendrick ist darauf aber nicht eingegangen. Er hat ihn angeguckt, als wäre er verrückt und ist daraufhin einfach weggegangen. Dieser Vater Brians ist auch ein FBI-Agent. Und wenn man das weiß, lässt das diesen ganzen Fall in einem anderen Licht dastehen. Hätte Brian vielleicht seinen Bruder mit involviert, Brandon, und hatte vielleicht Brian, da er den ersten Kampf verloren hatte, seinen Bruder Brandon mit involviert? Hatten sie Kendrick angegriffen? Haben sie es vielleicht übertrieben und ihn daraufhin in diese Sportmatte eingerollt und ihn da versteckt? Hat ihr Vater, der FBI-Agent, daraufhin vielleicht das Video-Footage gelöscht? Diese ganzen Fragen stellen sich Kendricks Eltern. Die Ermittlungen werden eingestellt und Kendricks Bilder von der Autopsie werden geleakt. Und nachdem das passiert, geht dieser ganze Fall auch durch die Medien und viele Leute werden laut und stehen den Johnsons bei. Denn viele Menschen glauben eben an diese Theorie mit Brian und Brandon, den zwei Brüdern und deren Vater, dem FBI-Agent. Wie gesagt, wird der Fall trotzdem als Unfall abgetan und die Ermittlungen abgeschlossen. Die Eltern kämpfen weiter und viele Leute mit ihnen. Sie veranstalten Protestmärsche, um Aufmerksamkeit zu erregen und sie marschieren an 4 Tagen, 17 Meilen, eine Meile für jedes Lebensjahr Kendricks. Kendricks Eltern entschließen sich auch dazu, seinen Leichnam zu exhumieren, um eine zweite Autopsie an Kendricks Körper durchführen zu lassen. Und bei dieser zweiten Autopsie kommt Schreckliches zum Vorschein. Denn als der Mediziner den Körper aufschneidet, um die Organe zu untersuchen, bemerkt er, dass diese nicht vorhanden sind. Und als er nun bei der Gerichtsmedizin hinterfragt, wo diese denn seien, sagen sie, hey, wir haben die nach der ersten Autopsie wieder in den Körper getan. Bitte fragt beim Bestattungsinstitut nach. Und das Bestattungsinstitut gibt die Schuld wieder zurück an die Gerichtsmedizin. Und so bleibt dem zweiten Mediziner nichts weiter übrig, als die Akte von Kendricks Autopsiebericht zu studieren. Und hierbei fällt ihm vor allem die Lunge auf. Denn diese wurde auch gewogen, das ist normal, das wird so gemacht. Da fällt ihm auf, dass die Lunge ein ganz normales Gewicht hat. Wenn Kendrick jedoch an dieser positionellen Asphyxie gestorben ist, hätte die Lunge ja mit Blut volllaufen müssen und wäre dementsprechend viel schwerer als eine normale Lunge. Auch fällt ihm auf, dass Kendrick Brustverletzungen, Kopf- und Unterkieferverletzungen hat, die von fremder Gewalteinwirkung stammen. Mit diesen neuen Fakten wird der Fall nochmal aufgerollt. Die beiden Brüder Brian und Brandon plus ihr Vater, der FBI-Agent, werden verhört und sie müssen sich einem Lügendetektortest unterziehen, welche auch alle drei bestehen. Viele Leute vermuten trotzdem, dass der Vater die beiden Söhne darauf gebrieft hätte. Man weiß es nicht. Der Fall wird leider ein zweites Mal wieder eingestellt und bleibt es auch bis heute. Er gilt als geklärt und als unfalltot. Die Eltern kämpfen weiter dafür und sie haben auch die Gerichtsmedizin angeklagt, als auch das Bestattungsinstitut, welches ihren Sohn eben bestattet hat, wegen dieser ganzen Organgeschichte. Und was da rauskommt, wissen wir, also weiß ich noch nicht, werden wir sehen. Das war's mit dem Fall Kendrick Johnson. Jetzt am Schluss ganz kurz meine Meinung. Ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass Kendrick auf gar keinen Fall in diese Matte reingeklettert ist. Diese Matte hat auch einen viel
kleineren Durchmesser als Kendricks Schultern. Er hätte da gar nicht reingepasst. Das wurde dann später auch nochmal geprüft und so. Ich glaube auf jeden Fall, dass er durch Fremdeinwirkung gestorben ist. Vermutlich haben die Jungs was damit zu tun. Bewiesen ist es nicht. Keine Ahnung, man würde ihnen ja auch Unrecht tun, jetzt einfach solche Behauptungen aufzustellen. Aber ich denke, irgendjemand hat ihm das angetan und Kendrick ist eben nicht in dieser Matte erstickt. So, meine Lieben. Das war's mit dem Fall. Kanntet ihr ihn? Wie fandet ihr ihn? Schreibt's mir gerne unten in die Kommentare. Würde mich riesig freuen und interessieren. Danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.